Hallo Tabletop-Freunde, ich bin der Niklas, das ist der Mo. Willkommen beim Berlin Basement. Hallo Tabletop-Freunde, das ist der Mo, ich bin der Dennis und das ist das Berlin Basement. Noch einmal einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend hier aus Berlin. Wir haben heute ein weiteres Unboxing vor, wie schon in dem davor erwähnt. Nämlich nehmen wir heute uns den Königstiger vor. Ist ja nun schon ein paar Monate von Warlord erhältlich. Zumindest auch in der Einzelfassung. Als erstes kam ja natürlich der Zug. Aber nun gut, nehmen wir uns den einzelnen Tiger einmal vor und ich würde sagen, vielleicht erzählt uns Mo mal ein wenig Geschichte, ein wenig Geschichtsunterricht. Für mich ist der Königstiger einer der schönsten, muss ich sagen, und der muskulösesten, kann man nicht sagen, also stärksten Panzer des Zweiten Weltkriegs. Es wurden halt nur 500 Stück gebaut, knapp, von der Firma Henschel damals. Produktion wurde an zwei Firmen, also der Auftrag für die Entwicklung wurde an zwei Firmen gegeben. Das war einmal Porsche und einmal Henschel. Die hatten dann nebenbei jeder für sich ein bisschen Entwicklung durchgeführt. Eine Parallel. Genau. Wettbewerb. Genau. Dann Henschel hatte dann die Wanne fertig sozusagen. Allerdings war der Henschel-Turm noch nicht in Produktionsreife. Mhm. Und somit wurden quasi die ersten 50 Königstiger mit dem Porsche-Turm ausgestattet. Was Warlord auch umgesetzt hat, also beim Plastikmodell kann man entweder einen Henschel-Turm setzen oder den Porsche-Turm. Mhm, allerdings kann man nicht wie beim KV1 und KV2 den einfach wechseln. Nicht? Nee, weil der Porsche-Turm braucht noch einen extra Drehkranz für den Turm. Also? Und deswegen kannst du dann den Henschel-Turm nicht mehr aufsetzen. Das werden wir dann alles gleich noch in dem Plastikrahmen höchstwahrscheinlich sehen. Genau. Wobei man jetzt auch noch sagen muss, das hat aber spielerisch gar keine Auswirkung, ob ihr Porsche oder Henschel-Turm wählt. Es kostet beides gleich. Kostet beides gleich, das ist total irrelevant. Geschichtlich gesehen nicht. Aber ich glaube, der Porsche-Turm war... Der war halt ein bisschen schmaler, ein bisschen aerodynamischer, könnte man jetzt sagen. Allerdings hatte der auch einen kleinen Nachteil, weil halt der Henschel-Turm hat eine gerade Frontpanzerung und der Porsche-Turm hat ja diese abgerundete Walzenblende, könnte man jetzt so nennen. Und da hat man halt festgestellt, dass wenn die Walzenblende vorne getroffen wird beim Porsche, dann die Gefahr besteht, dass die abgelenkt wird und oben durch die Dachpanzerung geht. Huch. Deswegen hat man den dann nicht weiter produziert und Henschel kam dann auch mit ihrem Turm, der dann später in Produktion ging. Das gleiche Problem gab es damals mit dem Panther ja eigentlich genauso. Genau. Die Schwachstelle war die untere Hälfte der Waffenblende. Genau. Wenn da das Geschoss rein ist, dann ist es direkt abgelenkt. Also zwischen Turm und Wanne quasi die schwachste Stelle automatisch gesucht. Ja. Der Königstiger war leider ein bisschen schwach. Der hat nämlich leider noch den Motor vom Tiger oder vom Panther hinten drin gehabt. Und dann seine 68 Tonnen zu bewegen, nicht sehr von Vorteil, sagen wir es mal so. Also war ziemlich langsam, hat auch eine geringe Reichweite von 120 Kilometern im Gelände. Konnte aufgrund seines Gewichts nicht jede Brücke nutzen, deswegen war der eigentlich eher ein Defensivpanzer und kein für große Offensiven und Operationen. Nichtsdestotrotz wurde er auch im Angriff eingesetzt. War halt bloß nicht so wirklich. Wie man auch sieht, ist ja der Tiger 2 auch genannt. Der Tiger 1 war ja noch mit der Entwicklungsstufe mehr an die älteren Panzer angegliedert sozusagen. Man hat ja da noch dieses Kastenbausystem genommen mit den geraden Panzerung. Gerade Panzer, da Hauptsache dick, dafür gerade. Genau. Und später hat man ja natürlich dann, der T-34 hat natürlich die deutsche Entwicklung auch ziemlich vorangetrieben. Daraufhin wurde natürlich auch der Panther gebaut, wo dann schon ersichtlich war, dass die Schrägpanzerung doch fortschrittlicher ist.
Und das hat man, die Schrägpanzerung vom Panther hat man dann auch für den Königstiger übernommen. Quasi, man wollte das bessere dann Wahl vereinheitlichen. Ja. Später dann auch die Königstiger-Wanne auch für den Panther 2 nutzen, der auch in Entwicklung war. Da wollte man halt einfach die Produktionsschritte vereinfachen, damit die Massenproduktion dann halt besser vonstatten geht. Ja, wie gesagt, eine sehr starke Frontpanzerung. Ich glaube, die größte, stärkste Frontpanzerung von produzierten Panzern in Serie des Zweiten Weltkrieges mit dem Jagdtiger, wenn man es noch nimmt. Das waren 150 mm, genau, die Frontpanzerung. Ja. Die sogar der Turm, die Frontpanzerung hatte sogar 185 mm. Also eigentlich so gut wie nicht von vorne auszuschalten. Mir ist auch keine Geschichte bekannt, dass ein Königstiger durch die Frontpanzerung erlegt wurde. Kann sein, dass da irgendwas, aber nee. Ich glaub, mir jetzt auch nicht. Also die haben so versucht meistens zu flankieren. Genau. Beziehungsweise, das war schon Zeiten des langsamen Spritmangels. Genau. War das auch nicht schwer, die eigentlich zu flankieren. Erstmal, weil sie sowieso langsam waren oder sich festgefahren haben. Daher blieb ja nur noch die Flanke übrig. Genau, also der Kraftstoffverbrauch war dann doch immens. Ja. Allerdings sollte der sich ja auch nicht viel bewegen, da er natürlich auch noch die KWK 43 drin hat, die lange 8.8, die, glaube ich, panzerabwehrstärkste Geschütz des Zweiten Weltkrieges, glaube ich. Was in Serie produziert wurde und konnte halt fast jeglichen alliierten Panzer schon über 3000 Kilometer trotzdem ausschalten, egal wo. Also das war wirklich ein furchterregendes Geschütz. Wie sagt man, wie hat man immer gesagt, ne, wenn du das Geschoss oder wenn du das Schießen einer 8.8 gehört hattest? Hat er nicht auf dich geschossen, genau. Ja. Da hast du Glück gehabt, warst du nicht das Ziel. Ja, aber soweit zum geschichtlichen kleinen Hintergrund. Auspacken! Nein, noch nicht. Wir stellen noch einen Karton vor. Also wir haben vorne, wie gesagt, abgebildet den Henschel-Königstiger und den Porsche-Königstiger. Und auf der Rückseite haben wir auch nochmal beide Varianten mit einem Bemalvorschlag. Auch nochmal ein kurzer geschichtlicher Hintergrund. Ja, und jetzt schauen wir rein. Jetzt schauen wir rein. So. Oh. So. Schrub mal hier auf. Willst du genau, kurz? Wir schauen. Erstmal haben wir hier ein schönes Booklet drin. Das ist aber neu, dass da ein Booklet mit dabei ist. Ne? Und Werbung. Werbung. Ja, hier ist auch nochmal geschichtlicher Hintergrund. Auch nochmal, wie viel produziert wurden. Ist auch cool. Das nochmal ist schlimmer Eckdaten. Würde ich gerade sagen, wozu machen wir das jetzt hier gerade? Und ist eine richtig schöne, übersichtliche, detaillierte Bauanleitung drin. Sehr cool. Ja gut, aber bei den Plastikmodellen ist doch generell immer eine übersichtliche Bauanleitung mit bei, ne? So viele hatte ich noch nicht. So. Ja, auch schön mit unterteilt, welche Variante man bauen möchte. Alles schön beschrieben. Also ist gut, sehr gut. Und hinten auch ein Bemalvorschlag mit den Farben. Das ist neu, das kenne ich auch nicht. Das ist cool. Was auch wieder mit bei ist, ist die Karte, die jetzt jedem Fahrzeug immer mit beiliegt, mit den Regelgrunddaten, quasi Punktekosten. Der Königstiger war mal der punkteteuerste Panzer im Bolt Action als Veteran mit 666 Punkten. Ob die Punktzahl irgendwas ausdrücken sollte, die dreifache 6, ich weiß nicht. wann er gespielt werden kann, für Szenarien Late War halt, ne? Und ja, Spezialregeln, ja, Sonderregeln, hat natürlich Tigerangst, die Waffen, Reichweiten etc. Ist mal nicht verkehrt. Auch nochmal ein kleiner geschichtlicher Hintergrund, kann keine Einheiten transportieren, auch keine Tank Riders. Scheint so, ja. Nee, ich glaube, kannst ja nur auf dem Stuck, glaube ich, oder? Okay, alles klar. Ja, das zu der Karte. Dann haben wir wieder einen kleinen Beutel mit den Damage-Markern, die jetzt bei allen Plastikbausätzen, glaube ich, bei sind. Ja. Finde ich ganz okay. Ist okay. Kann man machen. Und dann haben wir hier den Deagle-Sheet, der sehr umfangreich ist, finde ich. Mit den schweren Panzerabteilungen, Nummern, den entsprechenden Balkenkreuzen. Schick. Und keine verfassungswidrigen Symbole, oder? Nö. Nein. Doch,
Naja, ist das Emblem der ersten SS-Panzerdivision drauf. Ja. Ach da, okay. Mhm. Aber gut. Ja, aber ich glaube, das Emblem, das Truppenemblem selbst ist, glaube ich, steht nicht auf der Liste. Also ich würde es jetzt auch nicht auf dem T-Shirt tragen und in die Fußgängerzone gehen, aber nein. Ich glaube, das sollte noch machbar sein. Ja, und dann haben wir natürlich die Gussrahmen. Die Gussrahmen. Wir haben 3 an der Zahl, die dabei sind. Natürlich Unterwanne, die Seitenschürzen, die Ketten. Dann 2 verschiedene Waffenblenden oder Waffenaufnahmen. Mhm. Dann ein Rahmen mit der Oberwanne. Ist klar, mit den Kettenlenkrollen. Und ein Rahmen, wo die 2 Türme mit bei sind. Mhm. Zeigen wir natürlich alles wieder schön in der Nahaufnahme, damit ihr euch das genau angucken könnt. Und kommen wir zum Guss. Finde ich, der ist gut. Ja, der ist gut. Sind sehr gut. Mhm. Wobei halt, das habe ich schon beim letzten Video auch schon mit angesprochen, kurz gespoilert, wenn man sich das genau anguckt, halt die Panzer werden generell mit Zimmerit ausgestattet. Also das Modell ist halt mit dieser Zimmeritbeschichtung ausgestattet worden. Muss man dazu sagen, das war eine kleine, ja, Paste sozusagen, die man auf die Panzer aufgetragen hat, damit die gegen Haftminen, gegen magnetische Haftminen geschützt sind. Das hat man dann meistens mit einer Spachtel oder mit so einer Schablone aufgedrückt, die Spachtelmasse, was natürlich einiges an Gewicht mit sich gebracht hat. Es war so eine Betonmischung und da hat, habe ich gelesen, ein Sturmgeschütz 3, was mit Zimmerit ausgestattet war, hat dann gleich mal 70 Kilo mehr gewogen. Muss ein Fahrer raus, der Ladeschütze. Das hat man Anfang 43, glaube ich, gemacht. Hat man die dann auf die Tiger und auf die Panther angebracht und später dann auf den Königstiger. Ab September 44 haben sie es aber eingestellt, die Zimmeritbeschichtung. Wurde dann nicht mehr von der Fabrik direkt aufgetragen. Ja, aufgrund, es gab das Gerücht, dass das verdammt leicht entflammbar wäre. Also dass beim Treffer, allein beim Streiftreffer, der Funkenflug oder sowas, dass die Zimmeritbeschichtung anfängt zu brennen, weil ja da ein gewisser Holzspananteil auch mit drin war, was sich aber nie bestätigt hat. Genau. Und trotzdem muss auch dazu sagen, die Zimmeritbeschichtung war von den Deutschen her mit ihrem Denken wieder zu weit, könnte man ja sagen, weil so Magnethaftminen, also ist mir eigentlich, glaube ich, gar nicht. Also das war ja, das sollte ja quasi die Magnethaftminen, also dass sie nicht halten. Mhm. Problem ist, dass die Alliierten so gut wie keine hatten. Ist mir nicht bekannt, aber. Die hatten halt andere Mittel, also die haben sie halt angeklebt. Sei ich die alte Socke, ne? Daher war das umsonst die Mühe. Ja. Wieder weitergedacht als. Genau, und die Zimmeritbeschichtung, wie gesagt, wurde mit einer Spachtel aufgetragen oder mit so einer Schablone oder irgendwie sowas oder aufgedrückt. Und wenn ich mir hier den Guss so anschaue, also mir akkurat. Persönlich gefällt es nicht, weil es wirklich sieht aus wie an einer CNC-Maschine eingefräst oder irgendwie sowas. Ja, also da fehlt mir ein bisschen die Individualität. Genau, das sieht wirklich sehr. So. Ja, das ist zu akkurat. Ja. Also das gefällt mir persönlich auch nicht. Wie mit der Wasserwaage gezogen. Genau, dass da vieles auch einige auf dem Feld quasi das aufgetragen haben. Da gab es nicht keine Zeit für so eine Akkuratität. Wie nennen wir das? Akkuratität, Akkuration. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Also finde ich ein bisschen schade. Also früher hat das ja Warlord so gehabt bei ihren Resi-Modellen. Da gab es einen mit Zimmeritbeschichtung, einen ohne und einen mit dem Porsche-Turm. Jetzt haben sie es okay, im Plastikmodell haben sie den Porsche-Turm und den Henschel-Turm jetzt beide mit drin. Mhm. Aber also ich hätte lieber die Wahl gehabt so zwischen Zimmerit und Nicht-Zimmerit. Ja. Auch gerade, was mir auch dazu nicht gefällt, ist, was wir später auch nochmal zeigen müssen, dass hier zum Beispiel die Abschleppseile schon mit in die Seitenschürze
gegossen sind. Ja, gut, das also die aber hätte ich lieber separat gehabt, sodass man noch ein bisschen die Wahl hat, will ich jetzt die nutzen, will ich eigene nehmen, selber machen. Weil gut, ich das hast du bei den Modellen aber oft, ja, dass aber, die mit aufgegossen aber ne? Teilweise hier den Hammer und die Axt, die darf ich ankleben, aber die Abschleppseile, richtig, die ja. Abschleppseile sind halt fest dran. Halt und ja. Und wir haben jetzt zum Vergleich noch, hattest du einen zusammengebauten Tiger 2 da? Nee, ne? Nein. Also ich hab schon mal einen zusammengebaut, den habe ich nur ein bisschen leicht verändert. Da kommen vielleicht auch nochmal dazu. Ich habe hier meinen Tiger 2, das ist noch das alte Resin-Modell. Ein guter Gewichtsklotz. Der war vom Guss her schlecht. Also ich habe bis jetzt bei Warlord Resin-Güssen irgendwie, habe ich das Gefühl, immer Pech gehabt. Sagen wir mal zu 80% Pech. So miserabel gegossen, dass ich da vielleicht noch eine Stunde investieren musste, um Gussgrate und Gussnasen, die bis zu einem Zentimeter dick waren, entfernen musste. In dem Fall war das sogar die Seitenschürzen. Ja, wenn du guckst dir an, das siehst du ja auch, die ist ein bisschen, weiß ich nicht, die sieht, ja, das Ankleben war total unmöglich, die war komplett verformt etc. Es war eine Menge Nacharbeit nötig und von den Abmaßen her ist dieser auch ein bisschen kleiner als der neue, ne, glaube ich. Das weiß nicht, nimm mal einen Tum ab. Oh, nee, doch nicht. Sieht gleich aus. Ja, dazu hatte ich bei dem ersten Resin-Modell noch die Schwierigkeit, vorne das Geschütz anzukleben. Das war eine reine Katastrophe, weshalb das jetzt bei mir ein bisschen nach oben guckt. Das ist halt die Ruhestellung. Ist für die Vitrine eigentlich völlig in Ordnung. Ja, qualitativ war der Resin-Guss bei mir, wie gesagt, nicht so gut. Das ist wieder der Vorteil beim Plastik. Ist extrem gut gegossen. Sehr viele Details wieder gut zu sehen. Gut, die Zimmeritbeschichtung ist Geschmackssache. Ja. Klar, Zimmeritmodelle an sich sind cool. Wäre halt, wie du schon sagtest, schön, wenn wir da mehr Individualität hätten. Mhm. Es muss nicht immer kerzengerade sein. Ja. Man kann jetzt einzeln die Werkzeuge, Hammer, Schaufeln etc. kann man setzen, wo man will. Das war ja bei den Resin-Modellen nicht möglich. Das ist ja quasi fertig gegossen. Da musste man nicht mehr viel ankleben. Was haben wir noch? Ah, die Ketten. Ich sehe schon wieder die Ketten. Das geht aber. Die sind ganz gut. Ach, also ich habe ja schon einen zusammengesetzt gehabt. Was ich schwierig finde, ist den Turm zusammenzusetzen. Das hatte ich schon beim KV2, dass der Turm wirklich aus Zoomst alle vier Seiten zusammensetzen. Also die beiden Seitenplatten, die Frontblende, die Heckklappe und dann noch die Dachluke oben aufkleben. Und ich nutze ja Sekundenkleber und da muss man schon ziemlich schnell sein. Weil ansonsten kommt es halt wirklich. Du bist gerade mit den Seitenschützen, die stehen, versuchst die Frontklappe, dann musst du es wieder ein bisschen zusammendrücken. Also da wäre es bestimmt auch einfacher gegangen, glaube ich. Also gerade wenn ich im 1:35-Bereich denke, oder da ist der Turm schon in einem fertig, in einem Kuss sozusagen, muss man eventuell nur noch die Bodenplatte unten mit dem Kranz rankleben. Weil das macht es echt ein bisschen kompliziert, ein bisschen schwierig. Ja, aber das finde ich halt auch mit den Ketten. Also es ist unnötig. Ich meine, man hätte ja hier noch die Kette mit rangießen können oder wenigstens in einem Stück schon mal. Oder jetzt besteht die Kette hier aus 1, 2, noch irgendwo Kettenglieder? Nee, das ist immer oben. Also oben, unten und halt noch kleines Mittelverbindungsstück ist da auch noch mit drin. Ja, es gibt eine einfachere Lösung dafür. Aber da merkt man halt den Italieri-Vater, ja. Mutter, wie auch immer. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall ein schickeres Modell als der Resin-Block. Auf jeden Fall. Also qualitativ viel hochwertiger. Richtig. Ja, wir haben genau zwei Kanonen-Varianten dabei. Ja, für die jeweiligen Türme einmal. Für die jeweiligen Türme, genau. Frontblende, ja, genau. Jeweils zwei Türme können wir zusammenbauen. Genau, und hier hat man halt diesen zusätzlichen Turmkranz, den man aufkleben muss, damit der Porsche-Turm halt keine Lücke hat. Okay, das heißt, man kann nicht beide Türme zusammenbauen und dann wechseln. Nee. Wie gesagt, es macht spielerisch eigentlich keinen Unterschied. Keinen Unterschied.
Manche haben das aber ganz gerne. Zum Beispiel sehe ich, ist ja gerade irgendwie in der Modellbauszene der Trend, die unfertigen Türme, die frisch aus der Fabrik, die noch keine Lackierung bekommen haben, quasi noch den Grundanstrich in Rot, zu lassen. Okay. Mhm. Gut, das geht jetzt beim Zimmerit eh nicht. Aber da wäre das zum Beispiel ganz cool, so als zweiten Turm so einen unfertigen zu haben oder sowas. Ja, das sind Spielereien. Für die Vitrine als Spielerei. Ja. Wäre ein nettes Gimmick gewesen, so kann man wieder nur einen Turm zusammenbauen bzw. einen Turm nutzen. Mhm. Das finde ich halt schade, da ist halt bei Rubicon, die bieten da einen deutlich mehr Optionen. Warum da Warlord nicht mitzieht, aber ja gut. Ja. Meckern also, auf hohem Niveau. Genau, wenn ich das also ich bin jetzt froh, dass sie einen neuen Königstiger rausgebracht haben, weil ich auch überlegt hatte, mir Königstiger anzuschaffen und du dann von deinem Resin-Block erzählt hast und teilweise geflucht hast, dann ist das schon auf jeden Fall eine super Alternative. Das ist korrekt. Ja, ja, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Genau, also wir sind, also persönlich bin ich, ist ein schönes Modell, freut mich, dass es den gibt. Ich werde mir den wahrscheinlich, ich hoffe, dass er vielleicht noch eine Nicht-Zimmerit-Variante, man wird ja noch träumen dürfen, vielleicht rausbringen, dann würde ich mir die eher bevorzugen, weil wie gesagt, bei dem alten Modell habe ich auch die ohne Zimmerit bevorzugt. Ansonsten, ja, kann man vielleicht, man kann ja auch Umbauten machen. Da wird es vielleicht auch noch demnächst ein, zwei Folgen geben. Der Mo war schließlich fleißig, was mit den Modellen auch möglich ist. Unter anderem auch mit der Wanne des Königstigers in dem Fall. Da werden wir euch dann in den nächsten Videos vielleicht ein bisschen mehr zeigen, was da möglich ist und wie ihr das auch so hinbekommt. Ja. Ja, das war es erstmal zu dem Modell. Ich hoffe, wir konnten euch wieder Einblick zeigen, was sich in dieser Box befindet. Ein bisschen, ich hoffe, das gefällt euch mit diesem geschichtlichen Hintergrund, dass wenn wir ein Unboxing machen, das nicht so trocken ist und einfach die Packung aufreißen und sagen, hier, guckt, das war's, sondern vielleicht noch ein bisschen was zu dem Modell jeweils erzählen. Das hätten wir auch bei der letzten Geschichte eigentlich auch schon machen können, die Waffen-SS-Box. Ja, gut. Okay. Ist auch ein bisschen spät eingefallen. Ja. Gut. Ist jetzt aber eine Kleinigkeit. Ich denke mal, bei den nächsten Unboxings, die wir so machen werden, wird immer ein bisschen Geschichtsunterricht mit bei sein. Genau. Geben wir uns ein bisschen Mühe, das ein bisschen umfangreicher zu gestalten. Genau. Nicht so trocken. Und ja, was nehmen wir als nächstes in Angriff? Den Einsteiger-Guide zum Finale zu bringen. Mit dem Thema Häuser. Gebäude war gewünscht. Gebäude. Ja. Mhm. Werden wir noch so eine Art eine Art Battle Report machen, um nochmal alle Regeln versuchen, in diesem Battle Report zu bringen, was wir versucht haben, euch zu zeigen. Nochmal in einem Battle Report zusammenfassend zu zeigen. Unter anderem mit Listenerstellung. Wie erstelle ich eine Liste? Warum sollte ich sie so erstellen, wie ich sie erstelle? Beziehungsweise wie wir sie erstellen, wie ihr sie erstellt, ist natürlich eure Sache. Mhm. Das wäre so die nächsten Planungen, die wir in Angriff nehmen. Und dann geht es auch mal langsam, wenn es wieder wärmer draußen wird, denke ich mal, an den Geländebau. Stimmt. Ja. Wir wollen endlich mal eine Platte bauen. Und noch das ein oder andere Bemaltutorial oder Umbaututorial von deiner Seite aus, Bemaltutorial von uns aus, denn bei uns steht ja den Workshop an. Workshop von AK Interactive beim Sascha im Basement. Mal gucken, was wir da so mitnehmen können an Gelernten und ob wir das an euch irgendwie weiterbringen können. Das war's auch schon wieder. Ja, sagen wir auch noch wieder natürlich schönen Dank an Sascha und an Warlord, die uns den Königstiger zur Verfügung gestellt haben. Richtig. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euch ja, schönen Tag, Abend, Morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, war doch gut. Ja. Kann man so tun. Du hast sogar dein Mikro dran gehabt. Ja, ich hab's dann rausgezogen. Was? Oh nein!